Das ist durchgeschmort. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Jetzt wieder eine Wüste, bin ich sauer. Minimalenergie wird umgeleitet. Das wird uns abkühlen. Vidaria hier. Ich hab die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nav-Punkt. Wir sehen uns dort. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf, aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche. Auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Was ist denn? Wie Nägel auf Glas. Oh. War ich überall? Hab ich alles? Ich komme mal zurück. Da ging es nicht weiter, da geht es auch nicht weiter. Was ist das hier? Kinder. Das Datenblatt hatte ich gelesen. Holographisches Modul, Plasma-Gießkanne. Pflanzen-Gießkanne, Plasma-Gießkanne. Blödsinn.
Habe ich alles, was es hier zu haben gibt? Oder ich laufe gerade zum zweiten Mal dran vorbei. Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Um das Chaos zu beobachten, das sie hier angerichtet haben? Die Leute wurden wohl von dem nächsten Deck aus evakuiert. Der Göttin sei Dank, sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen. Und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr Sam eine Lösung. Sam weiß bestimmt was. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden, sonst brennt das Gerät durch. Da hinten und da oben. Okay. Bereit, Vedaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Cat! Passen Sie auf das Gerät auf! Wir kümmern uns um Sie! Aber... Wir brauchen Sie, Vedaria! Sie schaffen das! Achten Sie auf das Glas! Keine Sorge! Wir haben Magnetstiefel, die nicht! Winkel passt, oder? Sie sind erledigt. Okay, nächstes Kabel. Bereit, wenn Sie es sind. Zweites Kabel. Wir kommen der Sache näher. Noch mehr Cat. Ausschalten! Bei der Göttin, wie viele sind denn da an Bord gekommen?
Okay, jetzt das Kabel. Ja, wo ist Munition? Ich muss die Munition da. Arbeite am letzten Kabel. Verzweifelt, Ryder. Das müssen die Letzten sein. Sind erledigt. Das Gerät kann jetzt deaktiviert werden. Ja, dann machen wir das mal eben. Das Geräusch ist weg. Falls wer fragt, das war schon so, als wir ankamen. Hier Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. Ist ÖLG auch möglich, wenn die Hülle ein, sagen wir, großes Loch hat? Mein Manöver müsste funktionieren. Falls die ÖLG uns zerreißt, denken wir uns was aus. Hier ist Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Wir behalten das Loch im Auge, nur für den Fall. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin Sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten! Die Barriere bricht zusammen! Ishara... Sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Cat-Verstärkung nähert sich Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir... Tiamna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt. Auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Eine Bewacherin, die ihren Pathfinder im Notfall nicht verteidigt? Nach allem, was sie über Pflicht und Opfer geschrieben hat. Verdammt, Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst... Hier, Atandra. Wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. Wann haben wir ÜLG? Zu lang. Sarissa kommt. Drängen Sie sie zurück. Helme auf, Leute. Okay, Mütze auf. Und ab zum Loch. Achtung. Das Masseneffektfeldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Das könnte nützlich sein.
Alle festhalten! Und tschüss. Wir haben Verstärkung!
verdammte Scheißkackteil. Der aus Kreikora im Visier. Ding, alles zerstört die Arche! Töte! Halt's Maul! Verrecke! Sarissa! Feindlicher Beschuss! Die Schlacht um Kerkes! Wir haben eine Chance! Bitte!
gerne doch. Festhalten. Eine Rumpfcrew. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder? Cora? Tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelog entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara Nein, getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verdaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Ich habe es geschafft. Dann schafft Verdaria es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Verdaria ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Tja, damit hätten die Asari wohl ihre dritte Pathfinderin. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Jeder macht Fehler. Sie sind immer noch Sie. Die kluge, fähige, wundervolle Cora. So sehen Sie mich? In jeder Sekunde. Wie kann das sein? Sie sind so bedeutend und so verdammt heldenhaft. Alles, was ich im Spiegel sehe, ist Sarissa. Der Pathfinder, der ich gewesen wäre. Sarissa? Sie hat gelogen, nur um weiterhin als Heldin zu gelten. Sie hingegen kämpfen und retten Leben, ohne dafür Anerkennung zu verlangen. Das ist nicht... Doch, es ist wahr. Finden Sie sich damit ab.
Hören Sie, ich hätte vielleicht ein paar Dinge erkennen müssen. Sowohl was mich betrifft, als auch Sie. Es ist nur, ich fühle mich so verdammt viel besser, wenn Sie bei mir sind. Wie wär's mit einer Umarmung? Gerne. Danke. Mir geht's gut. Oder zumindest schon wieder besser. Ich muss nur über einiges nachdenken. Vorausgesetzt, ich kriege sie aus dem Kopf. So, nach Liam jetzt auch Cora. Wunderbar. So. Ich muss auch einiges aus dem Kopf kriegen. Nämlich hier dieses komische Plasmasuch-Ding ins Kirchengedöns, das mir viel zu langsam ist. Ich komme damit nicht zurecht. Ich werde jetzt hier ein bisschen basteln. Wir sehen uns dann später, beziehungsweise gleich wieder. Danke.